Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt's gefüllte Paprikaschoten in die Hälfte geschnitten. Und ich habe heute mir ein bisschen was mal anderes so gemacht und wirklich sehr, sehr lecker geworden mit so einer kleinen mexikanischen Note, weil ich habe noch Mais dazu in die Füllung reingegeben und es ist richtig schön saftig, würzig. Wirklich lecker. Dazu kann man oder Baguette servieren oder wir mögen gerne Kartoffeln. Einfach gekochte Kartoffeln, weil es gibt noch auch viel Tomatensauce in unserem Auflauf. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es gekocht, es ist ein bisschen anderes als immer, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Aber was möchte ich noch gerne euch dazu sagen, dass ich dieses Jahr nehme teil bei Steffi kocht ein zu ihrer vierten Marmeladen-Wettbewerb auf Gut Basthorst beim Hamburg. Und ich werde da sein am 5. Oktober von 12 Uhr bis 18 Uhr und am 6. Oktober von 10 bis 18 Uhr. Und wenn ihr natürlich irgendwo in die Nähe wohnt, würde ich mich gerne freuen, euch da zu treffen und ein bisschen zu live, ein bisschen plaudern, auf eure Frage beantworten. Das würde mich sehr freuen. Kommen Sie einfach mal vorbei. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich habe heute mein Mittagessen gekocht. So, ich habe es ein bisschen improvisiert. Und habe mir so ausgedacht, wie ich heute mache ich meine Paprika ein bisschen ganz anders als sonst. Dafür habe ich vorbereitet Paprikas. Hier liegen die Tomaten für die Tomatensauce. Wenn ihr wollt selber die Tomatensauce nicht machen, ist Alternative so eine Passata nehmen. Das kann man auch machen oder die Tomate aus der Dose ein bisschen mixen und auch als Tomatensauce nehmen. Eigentlich, es gibt viele Alternativen. Dann brauchen wir Zwiebel für die Hackfleischfüllung und für die Tomatensauce etwas von Knoblauch. Dann habe ich den Reis schon vorgekocht, nur 10 Minuten. 10 Minuten dann Wasser abgießen, wenn da noch übrig was bleibt. Und dass der Reis so wieder so fast wie trocken wird. Kann man sogar vorabend machen. Dann möchte ich gerne diese mexikanische Note in diese Gerichte bringen. Dafür habe ich jetzt nämlich hier 100 Gramm Mais vorbereitet aus der Dose. Und dann übliche Gewürze, welche werde ich euch gleich im Laufe des Rezepts zeigen und sagen, was ich da alles nehme. So, Reis haben wir vorgekocht. Jetzt werden wir den Zwiebel schneiden, klein und kurz anbraten. Nicht roh in die gehackte geben. Und auch gleich den Knoblauch hacken. So, und werden wir jetzt Zwiebel und Knoblauch leicht anbraten, dass es nur Rostaroma bekommt, nicht schwarz anbraten. Ich nehme den Töpfchen für den Zwiebel anbraten, weil ich möchte gerne einen Teil von den Zwiebeln in den Töpfchen lassen und da meine Tomatensauce kochen. So ungefähr vielleicht ein Esslöffel oder ein bisschen mehr. Erstmal nur Zwiebeln und Knoblauch, dann geben wir etwas später. Und schmoren wir erstmal ein. So, und die Zwiebeln ist fast so gläserlich geworden. Können wir jetzt den Knoblauch dazu geben. Auch ein bisschen Salz, aber nur ein bisschen. Jetzt kommt erst dieser typische Geruch von angebratenen Zwiebeln und Knoblauch auch kommt im Vordergrund. So, jetzt werde ich einen Teil rausnehmen für den Hackfleischfüllung, dass es abkühlt. Und ein bisschen lasse ich im Topf
für die Tomatensauce. Mache erstmal ein bisschen Tomatenmark da rein, so ein Esslöffel. Und die klein geschnittene Tomate werde ich jetzt mixen und dazugeben. So, ich habe mir jetzt nur 1/2 Kilo Tomaten abgewogen und die werde ich zerkleinern und alle hier etwas verkochen. So, Tomatensauce kocht schön ordentlich und jetzt können wir das alles schön anwürzen. Anwürzen natürlich nach Geschmack, wer so gerne alles mag. Ich gebe jetzt so einen Teelöffel von dem Basilikum getrocknete, Paprika rosenscharf und ein bisschen Schwarzpfeffer. Natürlich auch Salz. Probieren nach Geschmack, wie es das eure Geschmack ist. Perfekt. Lasse nur ein paar Minuten köcheln und dann ist schon fertig, weil im Backofen wird das auch noch weiter geschmort. So, und wie werden jetzt unsere Hackmasse vorbereitet? Dazu gebe ich jetzt den angebratenen Zwiebel, dann Reis, dann Gewürze, Paprika, rosenscharf. Wer mag, kann auch ein bisschen Koriandersamen geben, muss nicht viel sein, nur ein Hauch. Ich mag auch Koriander nicht, wenn es zu viel ist, aber wenn nur ein so Hauch von Geschmack ist da, dann ist das lecker. Gebe auch dazu. Duftet sehr gut. Dann schwarze Pfeffer. Und dann hier kann man eine, so der Ketchup oder so eine Grillsoße, irgendwas reinmachen. Ich gebe gerne jetzt hier eine süß-sauer Soße, welche habe ich zubereitet aus roten Johannisbeeren. Und das ist wirklich so eine perfekte Soße und ist sehr, sehr lange haltbar. Könnte 10 Jahre stehen. Und sogar sehr gut, wenn man die Gläschen aufmacht, kann auch monatelang im Kühlschrank stehen, wird nicht schlecht oder schimmelt gar nichts. Durch das viel Säure von roten Johannisbeeren ist Ewigkeiten haltbar, fast wie Essig. Schmeckt aber nicht extrem sauer, es ist sehr fruchtig. Gebe so 2-3 Esslöffel. Und dann statt Salz nehme ich Sojasauce. Nehme ich erstmal so, das ist Dessertlöffel, vielleicht so 3-4. So 3 Esslöffel wird dann, weil das ist kein Esslöffel. Und werden wir erstmal kneten, alles gut. Und dann können wir probieren und oder nochmal Sojasauce dazu geben oder einfach ein bisschen Salz. Mal nur ein bisschen so Nippel probieren. Ich gucke danach immer aus. Ja, in meinem Fall ist ein bisschen noch Salz muss dazu, weil Sojasauce dann wird mir zu starker Geschmack von Sojasauce. Und dann gebe ich auch gleich Mais. Nochmal verkneten und unsere Füllung ist fertig. So ist jetzt fertig und jetzt bereiten wir unsere Paprika vor. Ich nehme so eine Form, dafür habe ich auch Deckel. Und jetzt werde ich meine Paprikas so auf die Hälfte schneiden, weil wir werden nicht komplettes machen, sondern die Hälfte. Das schneiden wir alles raus. Und jetzt können wir anfangen, unsere Paprikahälfte zu füllen. Erstmal gebe ich ganz bisschen Salz innen, weil die Paprikas etwas süßer, dass die dann nicht noch süß schmecken. Und bevor wir anfangen jetzt zu füllen, können wir schon unseren Backofen anmachen auf 200 Grad. Ober-Unterhitze nehme ich zum Vorheizen und fangen wir zu füllen, ob mit Hand oder mit Löffeln. Gebe es mal nur so und dann sehe ich, ob ich kann Reste aufteilen.
So, habe ich jetzt fertig gemacht und es ist alles reingepackt. Es kommt darauf an, wie groß die Paprikaschoten sind. Und ich gebe noch die Soße dazu. So viel Soße dazu geben, wie ihr es gerne möchtet, dann später auch haben. Ob ihr noch Kartoffel dazu macht oder nur ein Baguette. Es kann man auch ohne Soße das zubereiten. Aber wir mögen Soße, deswegen gibt es hier Tomatensoße noch dazu. Die erste halbe Stunde decke ich mit Deckel zu und dann nehme ich den Deckel ab und brate dann ungefähr noch 15 Minuten oder 10 Minuten. Ihr müsst sehen, wie gerne ihr mögt, dass die Paprika für euch schmeckt. Ob das die soll noch etwas fester sein oder doch sehr weich sein, es ist Geschmäcker unterschiedlich. So ein Gericht wird ungefähr zwischen 50 und einer Stunde fertig. So, es sind 30 Minuten vorbei, mache ich jetzt den Deckel ab und schaut, es sprudelt unten. Und lasse erstmal so 15 Minuten ohne Deckel und nur dann gebe ich den Käse drauf. So, sind wieder 15 Minuten vergangen und jetzt geben wir Käse obendrauf. Könnt ihr ruhig mal in den Paprika reinstechen, zum nachzuschauen, wie ist das Konsistenz, ob das für euch okay ist oder nicht. Ich stelle jetzt das alles in den Backofen und lasse nur den Käse schmelzen. Und das wird jetzt ungefähr 5 oder höchstens 10 Minuten. So, meine Lieben, unser Mittagessen ist fertig. So lecker ist er geworden. Schön viel Soße. Und jetzt können wir auch servieren. Hole eine raus und schneiden wir die auf, dass ihr seht, wie die innen drin aussieht. Die Käse schon groß sogar geworden. Und schaut, oh, das ist so, so lecker. Richtig schön saftig. Schaut, und dazu natürlich Soße servieren. Wir haben auch noch Kartoffel dazu. Aber ich möchte jetzt probieren, was wir heute hier gezaubert haben, und euch zu sagen, wie es das schmeckt. Schmeckt sehr, sehr lecker, liebe Freunde, und schmeckt etwas anders, als wenn wir so ganz normal machen. Ich glaube, das ist hier, die Mais kommt im Vordergrund und etwas von den scharfen Soße und Sojasauce Geschmack kommt auch ein bisschen raus. Und leckere Tomatensauce, sehr, sehr, sehr lecker. Ich könnte euch wirklich empfehlen, mal das nachzukochen und mal probieren. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal.